Das Böse ist jetzt am Erwachen. Schade, dass sie so viele Duelle auslassen. Das ist echt schade. Yugi gegen Joey hier am Hafen und so. Das sind alles Duelle, die sie da nicht reinhaben. Das ist echt schade. Aber gut, dann kommt halt jetzt Odeon. Der eigentlich ein cooles Deck hat, aber nur in der Serie. In der Realität nicht. Verstehe ich nicht. Ist mir ein Rätsel, so Joey, du alter... Ah, Insektenkönigin hat er. Moment, was sind denn da? 6 Karten, das sind wieder dieselben, oder? Ja. Komm, Alligator-Schwert in Attackieren-Modus. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was er hatte. Ich weiß, er hatte so eine Art Mausoleum, wo dann irgendwann dieser Skorpion rauskam und er hat einen geflügelten Drachen, das Ra. Das sind die Sachen, die ich noch weiß. Hat er nicht. Oh, Tiki. Ach, der hat die Seelen. Ach, dieses Fallenseelen-Kacke da. Ah, das ist schlecht. Nein. Stimmt. Die sind echt gut eigentlich. Habe ich auch mal gespielt in, boah, wie heißt's? Weiß ich jetzt nicht mehr, wie es heißt. Yu-Gi-Oh! Duel Links, oder? Ist es. Wenn ich mich nicht... Erde wurde ausgewählt. Hexer wurde ausgewählt. Ach! Der hat mich schon angegriffen, wie gemein. Das nächste Mal muss ich schneller sein. Yay! Arsch. So, wenigstens einer weg. Okay. Panther Krieger. Schauen wir mal, was die verdeckte Karte. Nein, der muss ich nämlich opfern. Das möchte ich nicht. Null. So, ich behalte beide mit Absicht, weil ich die Insektenkönigin rufen will. Oh, jetzt holt der nochmal so einen Spaß. Gierfried, eiserner Ritter, wird beschworen. So, und da er ja sowieso den Kampf verliert, werde ich ihn einfach opfern für diesen Angriff. Zack. Ah, okay, scheiße. Einfach wieder in die Backroad zurück. Schlecht. Schlecht für mich, gut für ihn. Genau, der Sarkophag, da hat er damals das Monster reingelegt, gell? Irgendwie so war das. Moment, kann der nicht? Da war doch was, oder? Er kann auch die Sündenböcke benutzen, oder war das wieder nur in der Serie so? Probier's mal, aber ich glaube nicht für Tributbeschwörung. Man muss ja bei Yu-Gi-Oh! Genau lesen. Tributbeschwörung ist es aber nicht. Es ist ein Tribut, um angreifen zu dürfen. Also müsste das doch... Ah, wenigstens haben sie das in der Serie richtig gemacht. Schon mal gut. Er hat den Ra weggelegt.
So, habe ich wieder zwei von den Spasten am Hals. Als ob ich nicht gefühlt schon vier erledigt hätte von denen, aber irgendwie kommen die immer wieder. So, was ist mit dir? Nein. Ja, Karte kann ja. Wenn diese erstmal. Kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden. Schlecht für mich. Ich habe ja auch nichts da drin. Doch, das würde für die Insektenkönigin würde es reichen. Muss ich machen. Geht fast nicht anders. Sonst wären wir hier nicht fertig, meine Freunde. Ah, meine Schulter tut weh. Ich sitze aber auch irgendwie schief. Ist komisch hier, alles seltsam. So, ich gehe in die Butler-Fatze und ich sage, Attacke! Schade, dass es... Weißt du, wäre es im Verteidigungsmodus, wäre es richtig gut. Aber Angriffsmodus ist natürlich richtig scheiße. Weil der wird den jetzt angreifen, ja, das war klar. Ja, ach, Joey, komm. Ui, Grabräuber könnte mal nützlich werden. 1800, das reicht halt nicht. Das reicht nicht, Joey. Was ist das? Noch durch diese zerstört werden. Aha, ja, Extra Deck hat er eh nicht. Was hat denn der für Zauberkarten aktiviert? Elegante Wohltäterin und der Sarkophag. Der Sarkophag ist vielleicht ganz nützlich. Aber nicht für 2000 Lebenspunkte, um ehrlich... Ah, ich kann ja gar nicht angreifen. Scheiße. Oha! Jetzt haut er da sowas raus. Scheiße, Alter. Dieses Ding ist stark. Und wird immer stärker. Ich weiß nicht, was Joey hat. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das Sinn macht. Dieser blöde Garusis, das ist so eine unnütze Karte. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, den Sarkophag zu verwenden, weil ich nicht weiß, was er hat. Weißt du? Alles klar. Jetzt hau da raus. Der Bazooka Joe, Alter. Ah, das war schon wieder dumm. Mann, weil ich doch jetzt in seinem... Ach, komm, ich kann schon wieder aufgeben. Ist schon vorbei. Da war wieder so blöd, weil Yu-Gi-Oh! Scheiße ist, was sowas an... Warum kann ich sie überhaupt aktivieren, wenn es mir ein Bullshit bringt, du hässliches Spiel? Bringt mir auch nichts, die Riesendronade. Oh, doch, hat mir sogar was gebracht. Ja gut, okay, dann kann ich... Was soll's. Aber trotzdem... Mann, ey, ich habe wieder voll sinnlos 2000 Lebenspunkte vergeudet. Hm.
Er hat ja diese Sumpfkacke da und so, weißt du? Von denen er gefühlt mehr als drei auf dem Feld hat, wenn man mal ehrlich ist. So. Da. Bringt mir sogar was diesmal. Ha! Unglaublich. Garuse, dass du mal zum Zug kommst, hätte ich ja fast nicht mehr gedacht. Unglaublich. Schauen wir mal, wir haben noch Totenkopfwürfel. Das könnte mindestens eins weniger, also der Sumpfkakerlaken-Fatzi-Batzi. Oh. Ja, und jetzt habe ich einen Zeitzauberer. Und keine Fusion mehr. Kein Babydrachen mehr. Hayabusa. Kann zweimal angreifen. Fetter Typ, Alter. Zwei. Er hat irgendwas vor. Nein, noch nicht. Nein, 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 nein. Nein, okay. Hä? Verstehe ich nicht. Jinzo! Jinzo ist schlecht, weil das alles Fallkarten sind. Ja, jetzt kamen wir... Ach so. Die Lichtschwerter sind noch da. Aber das da ist kaputt. Das nichts mehr gehen, verstehen. Nichts mehr fallen, Karten machen, Sachen. Der kann zweimal angreifen. Hier fliegen Viecher rum, das stört mich. Ich brauche ja keine Angst mehr vor Fallen zu haben jetzt. Das heißt, jetzt kann ich mich hier voll austoben, wie ich möchte. Und der Odion muss es aushalten. Odion! Das ist blöd gelaufen, gell? Schau mal, jetzt muss er schon Sachen wegwerfen. So Dividend da zum Beispiel, der richtig gut ist. Aber er kann ihn ja jetzt nicht mehr verwenden. Weil ohne Falle nichts machen Sachen. Odion! Hm. Blöd. Und blöd. Und Jinzo, mit deinen Augenlasern wirst du diesen Scheißdreck jetzt endlich beenden. Zack, boom, in der Marmeladenglassuppe drin. Yes, und direkt Umkehrduell. Ein Duell mit dem Schicksal. Ja, das ist Kaiba gegen Ishizu. Und wir wollen ja erstmal mit Odion den Joey Wieler jetzt mal zeigen, wer hier der Joey Wieler im Anus drin ist. Ah, Elementarheld, das wird GX. Ich freue mich auf GX. GX ist mit einer meiner Lieblingsserien von Yu-Gi-Oh! Muss ich ganz so, habe ich glaube ich viermal schon geschaut. Bis auf die, naja, verbotene oder in, bei uns nicht mehr gezeigten Staffel. Wo am Ende auch er gegen den König der Spiele spielt. Das gab's ja bei uns nicht, aber ich habe es in YouTube gesehen. Ah, Moment. Ach, na, ich hab schon... Ich drück einfach zu schnell. Ja, okay, so. Also, wir haben... Das, das, das und das. Schauen wir mal, was er macht. Das wird sofort verhindert. Das ist schlecht, weil sonst kann er mich nämlich angreifen. Das möchte ich nicht. Bzz, bzz. Na klar, pass mal auf, Bruder. Und ich vorbei mit der Rübel, dead right. Jawohl, jetzt ziehe ich dieselbe einfach nochmal. Das ist sehr, sehr gut. Ja, ich könnte die jetzt alle irgendwie aktivieren. Tiki Fluch und Tiki Seele. So.
beenden. Kann er nicht angreifen. 1800 macht mich fertig. Aber ist auch egal. Bin der Beste. So, da ist Shinzo scheiße. Das war's. Damit hat er mein ganzes Deck ausgehebelt. Shinzo ist der Tod für Odion. Ist so. Fertig, Feierabend, zack. 3900 weg, nächste Runde kaputt. Ach, noch ein bisschen mehr, okay. Nochmal 600 dazu. Macht 4200, oder? Ja, ist geil, nächste Runde kaputt, weil Falle ist kaputt und er hat keine Zauberkarten, die mir helfen. Phantom des Chaos. Ja, das war's. Eieiei, Odion! Boah, wer ist denn das? Der sieht ja geil aus, aber der ist leider schwach. Obala, bin ich rülpst, das wollte ich nicht. Entschuldigung, Leute, Entschuldigung, ich bin eigentlich kein so einer, der da rülpst. Ich habe den. Hey, hör mal auf mit dem Scheiß. Ich bin dran. Auch bin dran. So, was ist jetzt eigentlich mit dir? Du kannst ein Du kontrollierst auf dem Friedhof liegen, beschwöre ein Monster von deiner Hand oder deinem Deck oder Einfluss als Spezial von deinem Extra-Deck. Aha. Ich mach's wie in der Serie. Ich hole mir damit mein Ungeheuer wieder. Schade, dass ich nur so ein Death-Monster habe, gell? Das ist ja blöd! So. Einmal so. Wehe, du hast jetzt wieder Shinzo, Alter. Ich ficke dir ins Gesicht. Völlig unmöglich, dass der schon wieder diese eine Karte hat, die mein Deck aushebelt. Völlig unmöglich. Völlig unmöglich. Mein Gott, ey. Ja, muss ich machen. Geht nicht anders. So. Ja, wie soll ich die in meine Monsterzone kriegen? Ohne... Funktioniert nicht. Shinzo macht mich kaputt. Was? Ja. Okay, ich muss dich nur aufs Feld kriegen. Und das mache ich mit Shinzo. Leute, das klappt, Leute, das klappt. Ich habe seinen Shinzo ausgehebelt. Ja, Mann! Das heißt, ich darf jetzt wieder Fallen spielen. Das freut mich aber. Ach so, jetzt ist mein Zug vorbei, okay. Ah ja, klar, wegen Seelentausch. Alles gut. Ja, okay, der ist ein Witz. Was mich ein bisschen stört, dass er hier jetzt
sinnlos in meiner Zone rumliegt, in meiner Backrow. Stört mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber gut. Es sei, wie es ist. Er greift nicht an. Ach, er kann nicht angreifen. Okay. Das ist scheiße gewesen von dir, du Arsch. Warum denn jetzt nicht? Armschild, hallo, hallo! Oh, du blödes, verficktes Spiel! Ich hab doch ein scheiß Armschild, Mann! Aktivier den Rotz doch! Blöder Fuck, was war denn das jetzt wieder für ein Rotz? Ich hasse es! Mann, ey! Oh, scheißen Drag da! Könnt mich wieder aufregen mit dem Scheiß. Was war denn jetzt mein Fehler? Das war doch Absicht, dass ich das dann eigentlich aktiviere. Ha! So, einmal das. Und das. Und das, weil ich eh nichts hab. Was mir gerade weiterhilft und Ende. Darf ich das bitte mal schnell lesen, bevor du hier... Ah, okay, jetzt holt er sich die wieder. Gar nicht mal so schlecht. Der war gut, der Zug, der war wirklich intelligent. Selber hat er vorhin auch gemacht, nur ohne Wiedergeburt. Das war nicht so intelligent, aber das war wirklich intelligent. Cool, dass ich jetzt Seelentausch ziehe. Das hilft mir tatsächlich weiter. Ich, Du kannst jeden... So, warum sollte ich... Ach so, wegen Ra, oder? Gut, also als erstes muss ich Seelentausch aktivieren. Das ist wichtig, wegen dem da. So, dann möchte ich den Tribut beschwören. Ich sage ja und wähle den da. So, Insektenkönigin ist damit vom Platz. Und mein Serket ist da. Arschloch, Alter. Unfassbar. Unfassbar, die Riesendronade. So eine simple Karte versaut mir meinen übelst genialen Zug, den ich gerade gemacht habe. Das war kombotastisch, weißt du? So, pass auf, ich mache einfach dasselbe nochmal. Zack. Zack. Das wird verdeckt gespielt, weil Tempel der Könige habe ich ja doppelt. So. Auf ein neues. Ich habe 3 Runden Zeit, diesen Scheißdreck irgendwie jetzt auszubügeln. Let's have a look. Nee. Okay, noch eine Runde Zeit, diesen Scheißdreck auszubügeln. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Okay, so, Tal der Toten habe ich ja sogar.
Was hat denn der da so? Sumpfspiegler? Komm näher, Sumpfspiegler. Den habe ich irgendwie noch gar nicht gezogen. Hey! Ach so, nee, Tal der Toten. Ich habe Tempel der Könige auf dem Feld. Ach, ich bin so dumm. Egal! Tal der Toten hat er gar nicht, oder? In seinem Deck. Weiß ich jetzt nicht. Der zieht jetzt dann sowieso wieder Chinzo und dann ist wieder alles vorbei. So läuft das nämlich hier. So, und jetzt kann er mich gleich angreifen. Ah, da. Stimmt ja, klar. Den habe ich ja aufs Deck gelegt. So. Ende meiner Phase. Ich Idiot, ich hätte ihn ja gleich rufen können. Finsternis und Dinosaurier. Ist doch toll. Ich wusste es. Und jetzt aktiviere ich den Scheiß aber. So, nix da. Nichts da. Kannst du vergessen, du Lump. Nicht Chinzo. Chinzo! Oh ja, du tolle, tolle Chinzo-Karte. Super toll. Das war's, oder? Wenn ich jetzt nicht nochmal Lichtschwerter ziehe, um ein paar Runden Zeit zu gewinnen. Alles klar. Wir geben auf. Nein, wir geben auf. Weil das hat sich jetzt schon erledigt. Ach, Odion, jetzt sei mal nicht so ein Ficker. Das geht doch auch wesentlich cooler, was du da so machst. Ich habe aber auch ein Pech mit dem sein Drecks-Shin, sodass er den jede zweite Runde auf der Hand hat. Das ist unmöglich. Zweimal Seelentausch. Es ist cool. Es bringt mir nur nichts, aber es ist cool. So. Ende. Flip it! So. Ein bisschen Power auf meiner Seite des Feldes, wa? Bringt mir auch nichts, weil 1800 ist schon zu stark. Ein Wasserlicht. So, du gehst in den Verteidigungsmodus, damit du auch 1800 hast. So. Und schon ist blöd. Ah ja, Chinzo, hallo. Nee, nicht einmal. Schön, er. Jetzt muss was kommen, sonst habe ich Problem. Jawohl, so. So einfach nicht, my lord. Komm, gib mir was Gescheites. Komm, 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 komm. Einmal, du kannst einen Effekt in deinem Friedhof wählen. Hab ich nicht. Tut mir leid, ich... Ja, ihn. Aber ich muss ja irgendeine Verteidigung haben. Also muss ich dich leider rausspielen, so leid es mir tut. So. Der muss weg, sonst... Ist er zu mächtig für mich? Jetzt hat das Sekretviech, oder? Das wäre gut.
Ja, ist jetzt auch nicht so gut. Ich kann halt nichts Tribut beschwören, weil ich nichts auf der Hand habe. Scheiße, Dreck. Alles kaputt hier. Ja, super, klasse. Jetzt bin ich, glaube ich, auch gleich kaputt. So, wenigstens eine Karte weg, so. Aber oh, wenn jetzt nichts kommt, ist vorbei. Wieder einmal. Alles klar. Ist ja eh egal. Schauen wir mal, was er macht. Um 50 habe ich jetzt überlebt. Es geht kaum knapper. Ach komm, du bist so scheiße, Alter. Wie viel Pech ich auch manchmal einfach habe. Oder immer aktuell irgendwie jetzt. Die letzten 3-4 Duelle war nur scheiße. So, 3.800, ja. Und eine magische Störung, falls er mir blöd kommt. Oh, ich wollte gerade sagen, wehe, du aktivierst dich jetzt nicht. Dann wäre er aber sauer geworden. Finsternis! Drache! Na, die werde ich alle rausklatschen jetzt. Ist ja logisch. Feuer. Aqua. Cybersee. Was ist denn Cybersee? Cybersee. Und jetzt werde ich, halt mit dem den angreifen. Oh nein! Der blöde Würfel ist da. Scheiße in deinem Gesicht drin. Wie ich das hasse. Ficker. Nein, ich hätte doch trotzdem. Oh nein, der. Und er hat natürlich. Es ist immer dasselbe. Immer. Und wieso kann ich ihn nicht rufen? Ich drücke doch. Ich drücke. Es ist so unlustig, was hier passiert. Ja, den Flip-Effekt lasse ich mir nicht hingehen. Aber es ist so unlustig. Der hat so viel Glück, Alter. Und wenn ich das mache, ich habe immer Pech. Ich spiele den Zeitzauberer gar nicht, weil ich, wenn dann, immer verliere. Ich wusste, dass er sowas macht. Jetzt mache ich den da. So, nix elegante Wohltäterin, du Arsch. Ja, genau, weil er hat nämlich nichts mehr. So, ich nehme den Flip-Effekt mit. Mal schauen. Ja, den Sumpfspiegler. Genau. Hast du gut erkannt? Und jetzt Tribut beschwöre ich. Mein Signature Monster! Neben dem Rachen des Dra. Ah ja, okay.
Oh Mann, ich hasse mich gerade schon wieder. Ohne Scheiß, ich hasse mich gerade schon wieder. Unendlich doll. Das war wieder so dumm. Oh Mann, ey, wieso kann ich nicht einmal aufpassen, was ich... Einmal nachdenken und dann aktivieren, weißt du? Nein, nein, nein. So, solange er nichts zieht, ist alles in Ordnung. Aber es wird knapp. Glaube ich. Oh ja, jetzt ist vorbei. Ein Lichtwassermonster. Ein Wassermonster, das leuchtet. So. Er greift natürlich an. Muss er ja. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber okay. Jetzt kommt gleich Shinzo. Pass auf. Nein, noch nicht. Okay, kein Jinzo, sehr gut. Sonst hätte ich die nämlich gar nicht aktiviert, weißt du? Weil sonst wäre meine Backrow wieder voll mit Bullshit. Ah, du kleiner Banause. Was? Bla bla bla. Solange diese Karte ein Effektmonster ist, falls eine andere Fallenkarte, die du kontrollierst, und dir kannst du stattdessen in die Zauber- und Fallenkartenzone legen. Aber was soll mir das bringen? Habe ich auch keinen Mehrwert, oder? Dann liegt die da und vergammelt. Mach ruhig. Nee, ich brauche den Fluch. Wo ist er denn da? Warum hat er das nicht vorher gemacht? Er hätte mich ja direkt angreifen können dadurch. Verstehe ich nicht. Weil den werde ich ihn jetzt natürlich eliminieren, ist ja logisch. Weil ich ziehe jetzt 1800. Zack. Durch den Tiki-Fluch. Scheiße, er kann mich gleich sowieso direkt angreifen, weil ich Erde habe. Ja, scheiße. Fuck. Sein Erdemonster. Also darf er mich... Nein. Direkt angreifen. Nö, macht er gar nicht, hä? Aber er ist doch Erde. Ja, eben. Hier. Erde. Verstehe ich nicht. Egal. Dann nicht. Oder er macht's jetzt erst. Kann auch sein. Oder er ist ein Arschloch. Ja. Ja, den kann ich ja brauchen. So, ich mach mal hier die Lichtschwerter, um auf Number Safe zu gehen. So. Drei Runden für einen Arsch, du Ficker. Dauert mir alles hier schon wieder viel zu lange. Shinzo auf dem Friedhof. Oh nein, der hat dann Wiedergeburt oder so ein Scheiß. Bringt mir nichts. Bringt mir nichts. Ich brauch Tempel des Todes. Nein, Tempel der Könige. Oh, ich bin schon wieder viel zu komisch im Kopf, um als dass ich das hier jetzt noch fertig machen könnte. Hahaha.
Ich ziehe halt auch nichts, was mir hilft. Null. Also Seelentausch wäre gut gewesen und Tempel der Könige. Dann hätte ich noch gewinnen können. Jetzt ist vorbei mit der Übeltäterei. Odion! Gut, das könnte noch funktionieren. So. Tiki-Seele rettet mich. Was kommt jetzt? Die Katze des Unglücks. Ja, geil. Dadurch kriege ich nochmal eine Fallenkarte. Yay. Ich kann ja Fallenkarten brauchen. Yay. Mein Gott. Kette. Ja, mal die da. Falls er mich angreift, kann ich dagegen wirken, weißt du? Mit meinem tollen Armschild. Oh yeah. Joeys Lieblingsfick. Falls er wirklich angreifen sollte. Nein, du blöder Wichser. So ein Mist aber auch. Ja, ist klar. Mach einfach. Komm, hast du sowieso gewonnen. Ah! Ich leg gleich ein Ei. Schwöre. Unmöglich. Mann, Mann, Mann. Das gibt es nicht. Das gibt... Oh, Dion. Second ist immer schlecht, wenn man mit solchen Decks spielt, wie er hat. Zumindest habe ich schon mal Tempel der Könige. So. Let's have a look. Brauche ich nicht. Den auch nicht. Aber ihn hier könnte ich eventuell brauchen, weil der hat ein bisschen Angriff zumindest. Kann es sein, dass ich ihn noch nicht einmal rar gezogen habe? Kann das sein? Ach, Scheißdreck, dein Gesicht, Alter. Ja, egal. Andere Karte, Tiki Seele oder Tiki Fluch, glaube ich, ist es mit 18er Angriff. Hätte mir jetzt auch nichts gebracht. Nö. Machen wir nicht. Macht nix, weil ich habe ja noch was. Nämlich einmal den ich gerade gezogen habe und den ich sowieso aktivieren darf. Joey Wieler, damit hast du nicht gerechnet, du Banause. So, einmal Attacke und weiß ich nicht. Direct Attack. Aha, okay. Ist ein auf jeden Fall Zerstörer. Nein. Ach, natürlich schafft das. Ah ja, natürlich. Endlich hat er mal Pech gehabt, der Wichser. Boah, ist ja auch mal Zeit worden nach gefühlt 3000 Runden. So, das machen wir hier schon mal, weil nicht, dass der hier auf die Idee kommt, hier Sachen machen, was machen Sachen. Attacker. So, ich beende meinen Zug und habe eine Falle. Ich drücke schon mal nach der Standby-Phase Enter. Okay.
Weil, damit ich kontern kann, weißt du. Da ist er, der Ra. Als erste Mal in meinem Leben ziehe ich den Geflügeldrang, bla bla bla. Die Nummer kann nicht von einer, wenn diese Karte beschworen wird, können keine anderen aktiviert werden. Wenn diese normal beschworen wird, du kannst LP zahlen, sodass du nur 100 hast. Diese Karte. Können wir machen, dann haben wir gewonnen. Weißt du? So. 1, 2, 3. Null. Ja. Darf ich nicht angreifen in der Runde, in dem... Aber so kann ich ihn doch gar nicht töten. Hä? Es ist ja toll, dass ich jetzt Ra auf dem Feld habe mit 7-7. Aber warum durfte ich denn nicht in derselben Runde an? Davon stand doch da gar nichts, oder? Wow, ich muss schnell gucken. Mal auf. Ich muss mal hier lesen. Mann, lass doch das. So, wenn diese können keine anderen Effekte aktiviert werden. Wenn die du kannst erwähnen. Ja, da steht nichts von, er darf nicht in derselben Runde angreifen. Was ein Scheiß! Hätte ich jetzt nicht gewinnen müssen? Mal ehrlich, ich hätte doch jetzt gewinnen müssen. Jetzt habe ich Ra auf dem Feld. Und ich darf nicht gewinnen. Und habe nicht gewonnen, weil ich dumm war. Ich hätte den gleich aktivieren sollen, weil ich wieder nicht aufgepasst habe, weil ich mich gerade aufregt, dass das nicht funktioniert hat. Und wenn es irgendjemanden gibt, der mir in den Kommentaren erklären kann, wieso ich nicht angreifen durfte, dann bitte. Weil das ist unfair. Hier, weißt du? Kacke im Dreck drin. Zack. Jetzt kriege ich meine Karte. So. Und den beschwöre ich jetzt, weil ich habe den Tempel der Könige auf dem Feld. Das heißt, er wird nicht zerstört. So. Bitteschön. Und du machst ihn jetzt auch kaputt, nicht der Ra. Ha. Endlich, Alter. Zeit ist geworden. Gut, ein Duell mit Schicksal werden wir im nächsten Part erleben.